Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück bei Need for Speed Unbound. 16. Folge und ich muss sagen, ich habe jetzt glaube ich anderthalb Wochen oder so nicht gespielt. Tatsächlich, ich hatte noch so viele Folgen aufgenommen. Jetzt sind wir hatten genau letztes Mal nämlich die erste Qualification hinter uns gebracht. Mit unserem Dudu, der das natürlich bravourös gemeistert. Und wir haben den jetzt auf A gebracht, stimmt das? Ja, ne? Wir haben den auf A gebracht. Oder haben wir den... Haben wir den auf A gebracht? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir haben den auf A geschustert und sind jetzt hier in der nächsten unterwegs, ne? Am Tag. Jetzt frage ich mich natürlich, wieso haben wir am Tag schon ein Shit-Ding hier, weißt du? So eine Flamme da oben. Ein Flammable. Guck mal, hier kriegen wir 5. 5.000, du 5.000, du 5.000. Das ist ein bisschen wenig, oder? Finde ich immer so. Ich finde es immer ein bisschen wenig. Hier gibt es dann nur 3.000. Ehrlich jetzt? Wieso denn so wenig? Ruidi, du. Hier gibt es einen halben, da gibt es zwei. Bei dem. Das andere Rennen hier war das. Das kostet halt alles Startgeld, ne? Da gibt es 3. Zwei, ja, ich weiß ja auch nicht, das ist sehr wenig alles. Wir nehmen das. Wir nehmen einfach das und dann ziehen wir durch. Dann ziehen wir durch, ne? Dann sind wir durch mit dem Draht. Es gibt nur sehr wenig Cola, leider. Das habe ich natürlich nicht aufgepasst, was das war. Was waren das? War ein Langstreckenrennen, hieß es, ne? Oh, weiter, ja. Da ist der Dudu, ich habe dich echt vermisst. Zentrale an alle Einheiten. Achtung, heute sind zusätzliche Einheiten unterwegs. Genau, was wir brauchen. Verstärkung. Hey, Speedy. Hey. Wie geht's? Prima. Ich freue mich drauf, da draußen weiterzumachen. Hey, das hört man doch gern. Apropos, diese Woche kannst du in ein paar großen Events viel verdienen, wenn dein bester Wagen bereit ist. Viel verdienen? Klingt gut. Das tut es immer. Du brauchst mehr als einen Wagen. Das Grand ist die Oberliga. 4 Rennen. 4 Autos. Also sammel schon mal. Mehr Wagen? Oh, glaub mir, das ist kein Problem. Speedy, mein Liebling. Mir gefällt dein Selbstvertrauen. Aber weniger Blabla und mehr Brumm-Brumm, okay? Du bist so eine Poetin, Tess. Pass auf dich auf. Und vergiss nicht, dass die Cops seit der Quali gestern wie wild sind. Genau. So, also rein ins Lümmel. Rein ins Lümmel. Ich hab dieses Auto echt vermisst. Ich finde ihn so schön, immer noch, ne? Das ist mein bester Wagen. Ganz einfach. Natürlich werden wir für andere Events dann auch mal irgendwie einen anderen nehmen. Wir haben es ja. Also ich meine, wir haben ja andere Autos, ne? Zum Beispiel den. Und den. Genau, wir haben noch ein B-Auto, ne? Und das B-Auto ist der Mustang, ne? Und ich bin mir nicht sicher, ich weiß noch nicht, was wir mit dem Mustang machen wollen. Der ist nämlich gut, der gefällt mir nämlich auch. Und dieser hier ist natürlich dieser, ja nicht dieser hier, sondern dieser hier sowieso. Aber dann gibt es da noch diesen, der andere da, den wir da hatten. Der auch noch A ist, ich weiß nicht. Den lassen wir auf A wahrscheinlich. Ist sie nicht wunderschön? Sie jetzt nicht so. Aber er so. Er ist so hübsch, der Kleine. Das war scheiße, aber egal. Ich hoffe mal, das wird nicht zu einfach. Halt die Schnauze, ich komme. Oh, hast du mich erschreckt? Ja, ist mal immer so. Ich bin der Erschrecker vom Neckar. Ich erschrecke mich auch immer. Bitte, hör auf damit! Oh, verpasst! Na, super. Ich zuerst von deinem Geld. Ein Auto. Ich versuche nur geradeaus zu fahren. Das ist schwierig manchmal, das verstehe ich. Klinkerlinkerling. Machst du das mit Absicht? Ja. Hin und wieder schon. Muss ich ganz klar. Was wäre nicht passiert, wenn du geradeaus fahren könntest? Ich musste aber um die Kurve, du Dödel. Wenn ich geradeaus gefahren wäre, hätte mir gar nichts gebracht, du.
Du Norse. Ich werde gewinnen und dann gönne ich mir erstmal was. Was denn? Die Currywurst? Du Joni. Currywurst! Machst du das mit Absicht? Ja, schnauze jetzt. Oh, das sind Pfeile. Du wirst nicht lang vorn sein. Bin ich da vorne? Ich weiß gar nicht. Wo kommen die denn her? Von oben. Gib mir den zweiten Platz. Den will ich auf jeden Fall haben. Das ist ja mal das Mindest. Das war ganz schön erbärmlich. Das war richtig schön scheiße, Digga. Was ist jetzt passiert? Da bin ich schon wieder hinten dran. Nee, nee. 48 Runden noch. Nur ein kleiner Schubser. Schnauze. Ich kann nicht mehr. Wir sind Vierter. Lieber Gott, wie viel machen das wir heute hier noch gewinnen? Oh! Mein Wagen, bist du bescheuert? Hast du eine Macke? Sprichst du mit mir? Der erste Platz gehört bald mir. Ja. Verfolge die Verdächtigen. Das fürchte ich allerdings auch. Schau an, du kannst überholen. Habe ich überholt? Da freue ich mich natürlich sehr. I am coming! Ach, die ist auch noch hier. Das ist unsere Links, ne? Gegen die haben wir die Wette gemacht, ne? Kann das sein? Du lässt auch nichts aus, oder? Hey, hat mein Geld hoffentlich schon abgezählt. Wie meinst du denn das? Wir brauchen jeden Mede. Der erste Platz gehört bald mir. Noch nicht, mein Fräuleinchen. Hab dich nicht gesehen. Wo zur Hölle haben diese Spinner fahren gelernt? Ja, ehrlich, ey. Das war eine geile Kurve. Simmel! Ich bin sehr luftig unterwegs hier. Zack. Da haben wir es noch geholt, ey. Schönes Rennen. Schönes Rennen. Prost. Ich hab gewonnen. Jawohl, jawohl, hab ich gewonnen. Jawohl. 5400 Mark. Oh, müssen wir abhauen? Ich weiß es nicht. Es ist manchmal schwer rauszufinden, ob es eine Verfolgungsjagd geben wird oder nicht, finde ich, oder? Irgendwie nicht. Hä? Jetzt haben wir doch keine Verfolgung. KRSFM News Across the Lake. Die Bürgermeisterin hat die Gerüchte über einen Tumult auf den nächtlichen Straßen bestätigt und veröffentlichte daraufhin die folgende Stellungnahme. Ich möchte den guten Bürgern von Lakeshore versichern, dass ich das illegale Straßenrennen, das gestern Abend stattgefunden hat, auf das Schärfste verurteile. Aus diesem Grund stelle ich dem LPD ab sofort weitere Notfallfonds bereit, um seine Präsenz in der gesamten Stadt auszuweiten. Und allen rücksichtslosen Individuen, die mutwillig die Stoppschilder missachten, sage ich Stopp! Und jetzt zu den weiteren Nachrichten. Bürgermeisterkandidat Holden Parker III. Hat den Verkehr auf seine ganz eigene Art und Weise aufgehalten, nachdem eine Wahlkampfveranstaltung in einem örtlichen Streichelzoo furchtbar schiefgelaufen war. Dazu mehr nach der Pause. Toll. Sieht so aus, als wird man in Zukunft noch intensiver nach uns fahren. Ja, darauf läuft der hinaus, der Kleine. Wo biegt der denn jetzt hin? Das ist dann ernst. So, jetzt sind wir aber noch vorbeigefahren, ne? Jetzt kommt der natürlich zurück. Ich kann jetzt gar nicht sehen, wo das Event ist. Irgendwie, hä? Was war das denn jetzt? Habe ich denn irgendwas anders gedrückt jetzt? War das gerade schon so? Da war doch gerade schon irgendwie... Die Dings hier oder nicht, da wo wir hin mussten, hätten sollen, tut. Maul. Yo! Yo, yo, yo!
So, da sind wir drin. Da sind wir drin. Die kleine Dudu ist so schön. So, die schwere Acht. Es gibt einfach kein Geld. Ne? Es ist einfach so wertlos. Es ist einfach so wenig Kohle hier. Und wie hieß du, so wenig Kohle in der Welt. Den hier meine ich, ne? Den Lotus Exchir. Den können wir für A nehmen, für A behalten. Und die kleine Dudu machen wir auf A+. Zumindest hoffe ich. Ich hoffe, da haben wir schon mal nachgeguckt. Ich weiß es gar nicht. Haben wir das schon mal irgendwie gesehen, gemacht, getan? Ob das möglich ist? Ich weiß es nicht. So, wenn ich meine Rechnung richtig gerechnet hatte, dann ist das hier die Folge jetzt hier am 23. Ne? Kommt die raus? Oh, ich habe nicht aufgepasst. Und am 21. nehme ich das Ding nämlich auf. Ich zeige dir gleich mal, was ich kann. Und, ja. Oh, du kamst aus dem Nichts. In der nächsten Folge hätte ich dann auch eine Verraschung. Also, naja. Ein Gimmick, sag ich mal so. Da werde ich was gimmien. Oh, hast du mich erschreckt? Gehst du mir auf den Sack? Oh! So hättest du es also gern. Ja, ich mag's gern. Ruhe jetzt. Dann machen wir nicht mit. Da spielen wir nicht mit. Sind wir nicht dabei? Sind wir dabei? Wo geht's lang? Den Vorsprung erstmal über die Ziellinie. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Das wird schlecht. Ich hab Mitleid schlecht. Mit dir. Soll ich langsamer fahren? Halt mein Sabbel. Kannst du meinen Sabbel halten oder was? Ey, das ist ja unglaublich. Ich hinterlasse dir gleich mal eine Boli. Mach's mir nicht so einfach. Was war das denn jetzt? Habe ich den verpasst oder was? Wieso wurde ich denn jetzt schon wieder hier zurückgelümmelt? Das kann doch nicht wahr sein. Das müssen wir neu starten. Ich bin voll raus, ey. Ich bin voll raus. Aber richtig raus bin ich. Sag ich dir, wie es ist? Nicht mit mir. Mitten doch. Cheese? Was hat ein Cheese denn mit zu tun? Wir sind in der zweiten Runde. Wir sind hier Nummer 5. Das gibt's doch gar nicht. Das Geld gehört mir. Da geben wir nochmal Gas, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Oh! Schau an, du kannst überholen. Ja, du standst da im Weg, Kollege. Ich bin ja voll da reingedonnet, quasi. Ich will einen langen Weg nehmen. Gibt's da überhaupt einen langen Weg? Ja, da hinten drin, ne? Oder ist der kürzer? Ich weiß es gar nicht. Ei, das ist ein bisschen gefährlicher. Sag ich dir, wie es ist? Wir sind Zweite. Wir können es noch schaffen. Ich kann das immer noch gewinnen. Ja, ich auch. Wir müssen sie aufhalten. Hey! Nee, kommen wir nicht mehr, ne? Jetzt nicht mehr. Egal, wir sind Zweiter und es gab ja eh nicht so viel Kohle. Ich meine, es ist ein Witz eigentlich. An Kohlen hier und da ist es natürlich äußerst kohlig. Wir haben auf jeden Fall unsere Wette gewonnen, das ist okay. Und mit drei Dingern gehen wir dann in die Nacht, würde ich sagen. Aber das müssen wir erstmal entkommen, glaube ich, ne? Das warst du, du Dulli. Zentrale, wir sind da und wollen jetzt aushelfen. Ihr wollt aushelfen? Das ist ja nett von euch. Ich fahr mal hier lang. I don't know what I do. Für uns ist bald Endstation. Wir wurden festgesetzt. Was war das? Wie bitte? Das war jetzt nicht der Plan, aber okay. Bist du ein Corvetti, Banetti?
Corvette Giuseppe Baguette. Ganz nett im Bett. Wie sie? Komm her, du alte Corvette. Du Nase. Speedrun. Das war schade. Das war schlecht. Ich dachte, da geht's noch weiter irgendwie, weißt du. Zentrale an alle Einheiten. Straßensperre eingesetzt. Oh. Ich komme gleich. Warte, ich will eigentlich nur nach Hause. Also, ne? Hier gab's einen Zusammenstoß. Ich probiere es mal von der Seite. No! Da hätte ich locker noch hochfahren können. Jetzt bin ich auf. Ich weiß selber nicht, was ich tue. Ich tue hier irgendwas nicht, aber ich weiß nie was. Zentrale, wir wurden gerammt. Okay, ich fahre vor die Zielperson. Scheiße. Vielleicht kann ich den Wagen ausbremsen. Ja, vielleicht. Zentrale an alle Einheiten. Straßensperre eingesetzt. Dranbleiben. Verstärkung ist auf dem Weg. Zentrale konnte sie nicht stoppen. Fehlt nicht mehr viel. Scheiße. Komm, der ist tot. Immer noch nicht? Ich wollte die gerade so schön eingeben, aber leider. Komm, da fehlt nicht mehr viel. Den haben wir gleich. Ich komme nicht ran. Ich komme einfach nicht ran an den Kollegen. Ne? Ich setze mich vor das Arschloch und bremse es aus. Ich will Ausbremsung. Das habe ich leider den Sand gesetzt. Ich konnte nicht mithalten. Schwein gehabt. Letzter Sichtkontakt bei DuPont View. So, wir wollen nämlich ich zum Versteck. Ich verhafte die Zielperson heute noch. Unter allen Umständen. Gar nichts willst du machen. Damit es hier mal klar ist, wir haben ihn in letzter Sekunde, konnten wir ihn echt ausschalten noch. Da haben wir echt Schwein gehabt. Jetzt schauen wir mal, dass wir jetzt versteckt kommen und dann ist wir hier nicht. Die Verfolgung. Das wird auch Zeit. Das wurde aber auch Zeit, du. Fahren wir da oben lang. Wir gehen nicht zum Event, das ist alles zu wenig Kohle irgendwie. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich einfach nicht für das bisschen Geld, was man dann bekommt, dann da noch mehr Sterne zu sammeln da für die Nacht oder so, weißt du? Da habe ich keinen Bock zu. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir sind doch nicht bescheuert oder was? Oder? Na, vielleicht ein bisschen, aber weißt du? Let me rein. Danke. Da bin ich drin. Da sind wir drin in die Werkstatt drin hier, du. Und die Frage ist doch jetzt, was machen wir? Wir haben weiter. Wir gucken uns noch ein bisschen Lümmel an und dann machen wir nächstes Mal machen wir, glaube ich, morgen. Morgen? Ja, tatsächlich machen wir morgen. Hey Rydell, hast du mein Video von Speedy und Jess schon gesehen? Klar. Hab extra ein Profil angelegt, um es mir anzusehen. Rydell's Rides 1. War Rydell's Rides schon vergeben? Nö, nee, wieso? Wieso dann die 1? Na, weil wir die Nummer 1 sind. Oh, okay, alles klar. Und was hältst du von dem Video? Speedy und Jasmine, die sich ums Auto streiten? Geil, oder? Ja, geil. Ja, geil. Was ist denn hier? Ich verstehe nicht, wieso. Okay, ja, der hat 182 PS quasi. Nur durch die Anbauteile hat er 294. Also wenn wir hier ein größeres Potenzial, da müssen wir drauf gucken. Ne?
Das wäre der bessere Motor. Da brauchen wir 35.000 für. Den brauchen wir. 456. 2,0 Liter, ne? 456 ist 200, ne, der ist ja höher. 63, okay. Ich glaube, den wollen wir haben. Den oder den? Ich glaube, den. Ja, werden wir sehen. Wir müssen auf jeden Fall noch Kohle sammeln. Das kriegen wir schon hin. Und dann können wir hier, guck mal, hier können wir auch noch. Dann sind wir auf A+, ne? Genau, wir haben noch gar nicht A+ gemacht hier, oder? Nee, wir können den Kollegen auf A+ bringen hier, auf jeden Fall. Da brauchen wir nur noch eine ganze Menge Kohle. Eine ganze Menge, sage ich dir, du, eine ganze. Also das bringt jetzt erstmal gar nichts, ne? Wenn ich das jetzt mache, habe ich ein schlechtes A+-Fahrzeug. Das bringt es halt nicht, ne? Wir müssen erst Kohle sammeln und vielleicht den anderen Wagen. Den wollte ich für A dann behalten erstmal. Oder soll ich den auf A bringen? Der ist nämlich auch cool, der macht Spaß. Ne? Glaube ich zumindest. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal. Der könnte mir auch Spaß machen, ne? Von daher könnten wir den schon ruhig auf A bringen vielleicht, aber dann werfen wir den noch als B. Ja, das wäre noch was, eine Möglichkeit. Und dann den Kollegen hier auf A+. Ne? Ah, das wird eine Menge Kohle kosten, alles. Egal, das sehen wir dann nächstes Mal. Und nächstes Mal machen wir ein bisschen länger, glaube ich. Ne? Ich freue mich. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.